Lockdown und kein Ende. Schon seit Anfang Dezember befinden wir uns in einer Art Dauerlockdown und kein Ende ist abzusehen. In Baden-Württemberg haben wir inzwischen die ganz skurrile Situation, dass es in manchen Landkreisen Ausgangsbeschränkungen nachts gibt und in anderen Landkreisen nicht. Letzte Woche hat eine Bürgerin erfolgreich geklagt vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim und hat Recht bekommen. Das Gericht hat diese pauschale Ausgangssperre nachts gekippt. Aber die Landesregierung in Baden-Württemberg unter Grün-Schwarz hat nicht lange gezögert und hat dann einfach eine neue Regelung ins Leben gerufen und hat eben diese neue Regelung dann an die Inzidenz, an die sogenannte, angepasst und gesagt, wenn in einem Landkreis eine Inzidenz über 50 ist, dann muss halt so eine Ausgangssperre verfügt werden von dem jeweiligen Landrat oder Oberbürgermeister. Und wenn sie unter 50 ist, dann kann sie aufgehoben werden. Jetzt haben wir die total skurrile Situation in Baden-Württemberg, dass es einen Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen gibt. Zum Beispiel bei uns in der Metropolregion Rhein-Neckar ist es so, dass Heidelberg eine Inzidenz unter 50 hat. Da gibt es keine Ausgangssperre. Ludwigshafen hat gestern die Allgemeinverfügung aufgehoben, aber bei uns im Rhein-Neckar-Kreis, der um Heidelberg herum liegt, gibt es diese Ausgangssperre ab 20 Uhr. Und deswegen haben wir als Kreistagsfraktion der AfD Rhein-Neckar einen Brief gestern geschrieben an den Landrat und gebeten, dass er diese Allgemeinverfügung aufhebt. Bei uns haben wir jetzt eine Inzidenz leicht über 60. Und es gibt andere Kreise, zum Beispiel der Ortenau-Kreis, wo es auch eine Inzidenz über 50 gibt, die aber auch keine Ausgangssperre haben. Also es ist wirklich nicht mehr nachzuvollziehen. Man fasst sich an den Kopf, man versteht auch nicht mehr, was das Ganze soll. Und deswegen plädieren wir von der AfD dafür, diesen Lockdown endlich aufzuheben, mit den Lockerungen jetzt zu beginnen, anstatt immer weiterzumachen und immer neue Versprechungen zu machen, dann den Inzidenzwert immer weiter runterzusetzen. Das macht in unseren Augen überhaupt gar keinen Sinn. Aber Sie können auch mithelfen, indem Sie dieses Jahr bei den Landtagswahlen und auch bei den Kommunalwahlen, die anstehen, und schließlich bei der Bundestagswahl das Kreuz an der richtigen Stelle machen und der Regierung zeigen, so geht's nicht weiter. Uns sind die Freiheitsrechte wichtig, die Grundrechte in Deutschland, und deswegen möchten wir, dass es aufhört mit dieser Gängelung von uns Bürgern und mit diesem Lockdown. Vielen herzlichen Dank.